Madeline da draußen. Kennt ihr mich noch? Ja, ist länger her und Asche auf mein Haupt. Das, ich glaube, das sage ich jetzt bei jedem Video. Keine Ahnung. Ich hatte einfach keine Zeit und auch ehrlich gesagt nicht die Muße, Videos zu drehen. Jetzt habe ich aber wieder Lust und ich möchte mich einmal bei einer Abonnentin entschuldigen. Sie wartet nämlich immer noch auf ein Video zu meinen Brillen. Das bedarf aber viel Planung, weil da gibt es dann auch ein Tutorial und ich weiß nicht, ich habe da momentan einfach, ich habe eher so einen Sabbelzwang, wenn ich euch Videos abdrehe und mein Laptop macht das momentan nicht mit dem ganzen Schneiden und ja, ich will einfach nichts versprechen. Also ganz liebe Grüße an dich, meine Liebe. Du schreibst mir immer so fleißig, so fleißig auf Facebook. Fokussiert das? Ja. Genau, ich war bei Rossmann und Primark und ich wollte euch einfach mal ja, eben kurz zeigen, was ich so gekauft habe. Ich war übrigens gerade beim Zahnarzt und es ist alles in Ordnung. Es wurde irgendwie eine komische Stelle gefunden, aber da ist noch nichts Schlimmes dran. Und ich habe ja hier einen Retainer hier unten zwischen den Zähnen. Das ist so eine hintere Zahnspange, die wurde damals der wurde damals eingepflegt hier bei meinen Zähnen, als ich die Zahnspange mit, wann habe ich die rausbekommen? 16 rausbekommen habe, also der ist jetzt, ja, 9 Jahre drin. Es hieß, dass er mit 23 raus kann, aber er muss ja nicht. Da hat sich jetzt ein bisschen Zahnstein gesammelt, aber ja, das wird jetzt mit einer Zahnreinigung entfernt. Und dann gucken wir einfach mal. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, ja, was dazu ganz gut passt. Für 16,99 € habe ich mir eine elektrische Zahnbürste gekauft. Das ist die allererste elektrische Zahnbürste in meinem Leben. Meine Eltern hatten damals mal eine, die fand ich aber irgendwie nicht so cool. Und dann hatte meine Freundin oder ja, meine Kollegin Melissa gestern gesagt, ach Mensch, ich habe mir letztens eine elektrische Zahnbürste gekauft, mein Zahnfleisch ist so gut geworden dadurch und so. Und dann dachte ich so, okay, probier es einfach mal. Ja. Und das Schätzelein Florian David Fitz und die gute Barbara Schöneberger machen dafür ja auch Werbung und ich mag die beiden sehr gerne und dann dachte ich mir so, ich unterstütze sie einfach mal, hahaha. Aber ist ja auch egal. Für 16,99 € gab es die bei Rossmann, die gibt es aber auch für 16,99 € beim DM, je nachdem, was ihr in eurem Umkreis habt. Das ist nämlich die hier, die Vitality Oral-B von Braun. Hat jetzt hier nur so einen Knopf, ist mit einem Timer, steht auch hier dran. Was steht denn da? Entfernt mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, umschließt jeden Zahn. Mit so einem Aufladegerät ist die und ja, genau. Gestern habe ich auch noch eine bei DM gesehen, die war mit Cinderella hier. War ich ja kurz davor, aber naja. Ja, und das ist so ein 2-Minuten-Timer und ich glaube, die geht auch aus, wenn man zu dolle drückt. Ich glaube, das ist aber eh so ein Ding von allen guten elektrischen Zahnbürsten, dass sie dann ausgehen. Kann ich aber jetzt gerade gar nicht. Ach so, guckt mal. Und dann gibt es hier noch so unterschiedliche Aufsteckbürsten, die man sich auch separat dazu kaufen kann. Einmal ist es so eine 3D White. Dann ist das noch so eine andere. Das ist Sensitive. Dann Mikropuls und Dual Clean. Das ist so eine mit zwei Bürsten oder zwei Partien von dem Kopf. Ja, und die habe ich mir dann jetzt einfach mal mitgenommen. Ich sage mir 16,99 € für eine gute Zahnpflege ist in Ordnung. Und wenn die wirklich so gut sein sollte, ist es gut investiert. So. Und dann gab es bei Rossmann noch unerlässlich für mich Sport, Vitamine und Mineralien. Mikropellets Einnahme ohne Flüssigkeit mit Orangengeschmack, 20 Portionen von Doppelherz. Ich habe total Probleme mit Krämpfen in den Füßen und in den Waden. Wirklich ganz schlimm. Bevor ich das hier kannte, bin ich nachts 2, 3, 4 Mal aufgewacht mit Wadenkrämpfen und habe echt fast geheult und dachte so, oh Gott, wen rufst du denn jetzt an? Hilft mir mal einer. Jetzt nehme ich die aber so 1, 2 Mal die Woche, je nachdem, wie ich mich auch so fühle, auf jeden Fall einmal, nachdem ich Leg Day hatte, also meine Beine trainiert habe, weil da ist
braucht der Muskel einfach unglaublich viel Magnesium und dann ansonsten verkrampft er halt. Und das ist bei mir dann nachts ganz häufig der Fall. Und auch wenn ich mal eine längere Shoppingtour oder sowas mache mit flachen Schuhen oder Schuhen, die kein Fußbett haben, dann nehme ich davon auch immer eine, weil, wie gesagt, ich kriege auch ganz, ganz schnell in den Füßen Krämpfe. Aber mit meinem Blut ist alles in Ordnung und so, also kann eigentlich nichts, kann nicht unbedingt an mir oder meinem Körper liegen. Ich brauche davon einfach ein bisschen mehr. Ja, und dann habe ich mir noch einen, die haben 3,99 gekostet und für 49 Cent habe ich mir von Rival de Loup eine Revital Q10 Maske gekauft. Irgendwie momentan ist meine Haut so ein bisschen hier oben. Also seht ihr irgendwie jetzt nicht wegen dem Licht. Aber normalerweise habe ich echt schon ein paar Falten. Meine Mama nannte das letztens süß. Ich werde erst 25. Ja, also es ist eine Anti-Aging-Pflege mit Tripeptid. Ja. Das soll die Faltentiefe reduzieren. Das sind so zwei Sachets und ganz normal halt, ne? Nach der Hautreinigung auf Hals und Dekolleté auftragen, Mund- und Augenpartie aussparen, bla, so wie jedes. Und dann 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Ja. So, das war es fast von Rossmann. Da habe ich mir aber noch so ein Crunchy Peanut Butter Cliff Bar mitgenommen. Und ich hatte gestern meinen heftigsten Cheat Day der Welt. Ich habe morgens mit Knack- und Backbrötchen angefangen. Wisst ihr, diese in der, in so einer, ja, eigentlich sieht das aus wie eine Konservendose und dann macht man das Papier davon ab und dann macht es auf einmal plupp und dann kommt der Teig schon aus dieser Dose raus. Davon habe ich morgens 3 gegessen mit Aprikosenmarmelade und 3 hatte ich noch mit im Büro. Die habe ich dann so weggemümmelt, beziehungsweise, nee, ich habe ein Brötchen meiner Kollegin noch abgegeben. Das war Marita schlechthin. Ja, und dann habe ich noch ein White Chunk KitKat gegessen, ein weiß und schwarzen Pickup. Dann habe ich Mittag gegessen und da gab es einen Salat, weil ich den schon einen Tag vorher gemacht hatte und nicht damit gerechnet habe, dass ich so ausrasten werde an meinem Cheat Day. Dann gab es nach dem Mittag gab es dann ein Latte Macchiato mit richtigem Zucker. Und dann warten wir Feierabend, dann sind wir Pizza essen gegangen. Da habe ich von Pizza Hut einmal so ein Stück mit Salami und einmal ein Stück mit so eine vegetarische genommen. Die war echt lecker. Und dazu gab es eine Fanta. Und dann später gab es noch 2 Donuts von Happy Donuts. Ich habe einmal Schokomel gehabt und einmal, also Schokolade und Karamell. Und einmal Cheesecake. Und die sind mega lecker. Ich kann das aber irgendwie nicht richtig genießen, weil ich einfach ganz genau weiß, was da für eine Scheiße drin ist. Kennt ihr das? Ich habe die Pizza mehr genossen. Ich frage mich nicht, warum. Ja, auf jeden Fall, mein Problem ist heute, ich habe so viel Wasseransammlung, das geht bei mir unglaublich schnell, weil ich so ein scheiß Bindegewebe habe. Mein Bauch, wenn man da so drüber fasst, der tut echt weh. Also da merke ich richtig das Wasser. Auch an den Oberschenkeln. Ich werde allein schon deswegen verzichte ich so häufig auf irgendeinen Cheat Day oder sowas. Und auf Kohlenhydrate, weil sich das so schnell bei mir im Bindegewebe ansammelt als Wasser und das ist mega unangenehm. Entsprechend habe ich natürlich auch echt mehr Umfang so. Aua. Und lass das dann lieber. Diesen Crunchy Peanut Butter Bar habe ich mir geholt. Den werde ich essen, bevor ich ins Fitnessstudio fahre, weil ich ja momentan für unseren Volkstriathlon in Bremen trainiere. Ich mache mit zwei oder mit einem Kollegen, der läuft, und einem anderen Freund von einem Kollegen, der schwimmt, und ich werde 20 Kilometer Fahrrad fahren. Und das trainiere ich momentan im Fitnessstudio, weil ich noch kein Rennrad habe. Und wenn ich vorher nichts esse, dann ist mir dann irgendwie hinterher mega speiübel, weil ich knapp 350 Kalorien verbrenne und vorher halt natürlich entweder Arm- oder Bauchübung mache und irgendwann kann der Körper nicht mehr. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen, der ist auch noch lecker und ja, das sind Kohlenhydrate, aber die baue ich halt total schnell wieder ab und das setzt sich dann auch nicht so fest wie nach einem kompletten Cheat Day. Also ich habe wirklich im ganzen Körper jetzt, ich fühle mich so wie Ursula von Ariel, so blah, blah, blah. Ja. Könnte man schon fast seekrank werden. So, genug gesabbelt.
Ich habe bei Primark zwei Hosen zurückgebracht, weil die eine saß wie eine Baggy Pants, passte aber und die andere passte nicht. Und ich habe auch keine Lust, da ständig irgendwelche Motivationshosen im Kleiderschrank zu haben. Davon habe ich ein paar, die sind auch okay, aber ich will nicht ständig irgendwie denken, oh ja, da passt du bald rein, da passt du bald rein und dann ist es irgendwie bald, ist dann in 2 Jahren oder so. Also von daher habe ich mir das Geld dann wieder zurückgeben lassen und habe dafür was anderes gekauft und zwar 2 Schlafanzüge. Ich stehe ja total auf Schlafanzüge, wie ihr von Instagram wahrscheinlich wisst. Einmal so ein Häschen-Schlafanzug, der ist so flauschig und der hat Hasen auf der Hose. Und hat so ein Oberteil in rosa mit so ein bisschen, ja, Schönheit. Was hat er gekostet? 7 Euro. Und dann... Guck mal, da sind My Little Ponies drauf. Ich bin leicht ausgerastet im Primark und musste den natürlich mitnehmen. Also ich meine, hallo, ich glaube, das würde ich auch so mal zum Einkaufen anziehen im Sommer. My Little Pony, wie schön. Ja, der hat, was steht denn da? Let's run away. Ja, auf jeden Fall. Bei den Schlangen beim Primark könnte man echt away runnen. Der hat 10 Euro gekostet. Die Hose sieht so aus, mit ganz vielen Ponys drauf, mit pinken und rosa Strähnchen. Ja, und das feiere ich sehr, sehr doll. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, meine Hausärztin hat 2 Töchter und ich glaube, ein Freund von einer der Töchtern hat ein Behandlungszimmer angemalt, beziehungsweise hat eine Leinwand für dieses Behandlungszimmer gemalt und zwar mit 2 My Little Ponies drauf. Einmal ein blau-türkises und einmal ein rosa-pinkes. Und das sieht so geil aus. Das nächste Mal, wenn ich beim Arzt bin und ich daran denke und in diesem Behandlungszimmer bin, mache ich euch ein Foto. Das sieht so geil aus. Aber sie verkauft es für kein Geld der Welt. Ich würde es mir so gerne in dieses Zimmer hier hängen, weil das ist so mein Zimmer. Aber ja, leider nicht. Aber das ist so, so schön. Früher war ich gar nicht so auf My Little Pony. Wir hatten, glaube ich, 2, 3 oder so. Aber dann auch, glaube ich, gar nicht diese richtig teuren. Und, aber ich fand die trotzdem, also jetzt finde ich die irgendwie toll. Ja, weiß ich nicht. Ja, und dann gab es noch eine Hose. Und zwar für 13 Euro. Super skinny, ultra soft, bla, deine Mutter. In so einer Farbe, also in dunkelblau. Oh Gott, das sieht aus wie so ein Riesending. Das ist nur 42. ja, ist ein schöner Stoff, hält sich oder fühlt sich sehr, sehr gut an. Die muss man 2, 3, 5, 12 Millionen Mal waschen, damit keine Farbe mehr an den Fingern bleibt, weil ich sitze immer so Beine überschlagen und dann meine Hände so zwischen den Beinen, weil mir ganz häufig an den Händen kalt ist. Und dann sehe ich immer aus, als wäre ich gerade vom Mount Everest runtergestiegen und wäre Reinhold Messner. Und hätte mir die Hände verkühlt. Ist aber nicht so. Aber Gott sei Dank wäscht man sich ja die Hände, wenn man zur Toilette geht. Und dann sieht das auch wieder normal aus. Dennoch ist es halt echt so, dass diese dunklen Primark-Sachen, die muss man ein paar Mal waschen, ja. Und nach dem zweiten Mal waschen riechen sie dann auch nicht mehr. Es ist in Ordnung. Bei mir halten die Primark-Hosen halt echt sehr lange und sind für mich bequem und die passen zu meiner Figur einfach super, super gut und die gehen genauso schnell kaputt wie teure Levi's-Hosen oder sowas und da ja, sehe ich einfach nicht ein, das Achtfache für eine Levi's-Jeans auszugeben und dann bei Primark zu sparen. Ja. Wir hatten einen sehr, sehr netten Verkäufer. Ich war bei der Umtausch-Rubrik da, also das heißt ja Service und Umtausch da bei denen. Und ich war noch mit meinen Kolleginnen Melissa und Sarah unterwegs. Und er so, ja, haben Sie denn noch was zum Verrechnen? Da sage ich so, ja klar, hier die 3 Sachen. Okay, ja, dann hat er das damit verrechnet. Und dann habe ich ganz nett gefragt, ob er das nicht machen, ob die beiden jetzt auch hier bezahlen könnten. Ansonsten müssen sie sich halt an der anderen Kasse anstellen. Es war 18 Uhr abends, aber trotzdem. Und dann sagte er so, ja, mache ich, aber das ist eine Ausnahme. Also, das war sehr, sehr cool. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob die Mädels das jetzt sehen. Meine beste Freundin hat mir nämlich erzählt, dass sie am... Wann war das denn?
Mittwoch oder Dienstagabend in der Bahn gefahren ist. Ich glaube, es war die 4 oder die 3. Weiß ich aber nicht genau. Und zwar haben da Mädels so über YouTuber geredet. Über Ishtar zum Beispiel und ein paar andere, die ich dann gar nicht kannte. Und dann irgendwann haben die Citronella Wackelzahn erwähnt. Also ganz liebe Grüße, wenn ihr mich, wenn ihr die Mädels seid, die mich erwähnt haben. Meine beste Freundin hat euch gehört und hat mir direkt geschrieben. Ich war total überwältigt. Ich dachte mir so, okay, ich popelige Provinz... Prominente, nein, noch nicht mal. Aber ich schnack hier einfach in die Kamera und habe 1000 Abonnenten, 1150. Und ich starte zum Beispiel mit, weiß ich nicht, 500.000, knapp 1 Million, ich habe keine Ahnung. Wird da in einem Atemzug, werde ich da mit denen erwähnen und das war schon sehr, sehr cool. Also seid gegrüßt, ihr Mädels. Es war eine Vierergruppe, sagte sie. Und ja, also ich freue mich immer, wenn ich angesprochen werde. Und natürlich bin ich jetzt auf YouTube nicht so häufig mehr zu sehen. Ich kann euch auch nicht versprechen, ob es jetzt häufiger wird. Aber auf Instagram bin ich ganz, ganz aktiv. Ich würde mich echt freuen, wenn noch mehr von euch Süßen mir folgen würde. Weil dann müsstet ihr nicht immer auf ein Video von mir warten, um etwas Neues zu erfahren. Von daher lege ich euch Instagram ans Herz oder einfach meine Facebook-Page liken. Da gibt es dann auch News immer oder also Fotos, die ich dann über Instagram mit Facebook verlinke, poste. Das gibt's dann und ja, dann seid ihr auch ein bisschen live dabei. Genau. So, das war's. Das sind auch schon wieder 17 Minuten für so ein paar 7 Sachen, aber so ist das nun mal bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gleich geht's für mich meine Wohnung putzen, richtig putzen, Frühjahrsputz quasi. Und heute Abend gehe ich mit meiner Mama, das war ihr Weihnachtsgeschenk von mir, ins Musical, in die Glocke in Bremen. Nach der Musicals heißt das. Das heißt, es werden, also das ist nicht ein Musical, sondern das werden die Highlights von König der Löwen, Mamma Mia, Phantom der Oper, Cats, Elisabeth, was gab's noch, Tanz der Vampire, werden quasi zusammen ja, die Highlights werden da aufgeführt und ich freue mich schon so sehr. Ach ja, und ich war beim Friseur, habe meine Spitzen schneiden lassen und sie sagte sogar, dass meine Haare wirklich gesund sind dafür, dass sie gefärbt sind. Und sie war auch damit einverstanden, dass wir keine Spitzen mehr, keine Stufen mehr reinschneiden, weil mein Haar einfach echt fein ist. Da wird sich auch, da sagte sie so, dass daran würde sich auch nichts ändern, wenn ich meine Haare jetzt nicht mehr färben würde, weil das ist meine Struktur. Und von daher bin ich jetzt etwas beruhigt, weil der Ansatz, guck mal, der muss auch bald mal wieder gemacht werden. Aber das werde ich wahrscheinlich Sonntag machen, weil am Samstag treffe ich mich noch mit meinen ehemaligen Kollegen aus der Berufsschulklasse. Das ist jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre her, dass wir unseren Abschluss hatten. Und ja, da wollte ich, also nach dem Ansatzfärben ist der Ansatz halt echt sehr gelbblond und so wollte ich da nicht auftauchen. Dann lieber schön mit der Farbe und ein bisschen Ansatz, ist ja auch nicht asozial oder so. Das ist schon noch schon im Hipster-Bereich, haha. ja, genau. Und da freue ich mich auch drauf, aber da wollte ich halt nicht wie Bibo, der aus der Sesamstraße antanzen. Oh, jo. Ich werde, glaube ich, nachher nach dem Putzen Mittag essen und dann morgens, mittags, abends einfach mal den Streber raushängen lassen. Ich guck mal. Und wenn ich das schon getan habe und mich das fasziniert hat, dann werde ich das natürlich auch bei Facebook, Instagram mal gucken posten. So, adieu. Ich knutsche euch. Tschö.